So, hallo zurück hier beim Bussimulator. Eine neue Runde hier in der Backerer Straße. Ich schaue gerade, wir haben jetzt noch eine Station vor uns. Lassen hier jetzt mal alle schön aus- und einsteigen. Und dann sollte das hier vorwärts Meine gehen. Fahrkarte bitte. Ja, kriegst du doch einmal normal Tag. Ups, die da, genau. So, dann kriegst auch du hier das und das. Und eine schöne Hey, Fahrt, warte nicht mal. wahr? So, gut. Haben wir alle. Schaut's aus. Na, blink. So, und einmal hier rüber. Also dieses an roten Ampeln warten ist, glaube ich, so die meiste Zeit, die man hier in dem Spiel verbringt. Das sind die Bushaltestellen schneller als die Ampelsysteme. Ne, komm, so. Auf, auf. Aber es wird halt doch durch diesen Multiplayer oder... Boah, hey, Junge. Durch diesen, ja, mehr oder weniger Multiplayer-Modus wird natürlich auch irgendwie der Ehrgeiz geweckt, dass man hier mehr Geld als die anderen natürlich verdient. Das ist, da hat man immer so den Nächste Halt, Nachdruck, dass man da Eisenstraße. Gas gibt. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten Ja, mitzunehmen, der wenn ist auch Sie aus dem sportlich Bus hier. aussteigen. Ja, also wie gesagt, da wird schon irgendwie so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt, dass kann man so sagen. Wobei natürlich, wenn man jetzt im Teamspeak ist und dann ein bisschen über Gott und die Welt hier quatscht, dann macht es weit mehr Spaß, als jetzt alleine hier rumzutuckeln und die Touren zu fahren. Da ist dann doch sogar der LS meines Erachtens durch die ganzen verschiedenen Möglichkeiten des, ja, des Spielens und des Machens ist dann doch interessanter als so ein Spiel wie das jetzt, wo man wirklich nur ein und dieselbe Tätigkeit immer macht. So, haben wir alle ausgeladen. Wie weit müssen wir denn fahren? Weil dann würde ich jetzt fast wieder zurück in unsere mal in unsere Deponie fahren. Dependance. Blinker, geh aus. So. Hallo, grüner wird's nicht. Komm. Lass laufen, Junge. Da hier rechts auch schön sämtliche Spieletitel, die sie so noch beziehungsweise, nee, das ist jetzt sogar normal Werbung von irgendwelchen ja, Firmen oder so. Aber ich glaube, irgendwo war mal eine LS-Werbung, habe ich auch gesehen, von Astragon. Also auch das wird hier natürlich dann platziert. Aber andersrum belebt es wiederum irgendwie so das Spiel geschehen hier, wenn da einfach ein bisschen Werbung drumrum hängt und ja, auch die Personen und der KI-Verkehr, das passt schon alles ganz gut. Nur ist es halt durch das, dass man ja ein sehr eintöniges Arbeitsfeld hier hat. Außer jetzt, dass man vielleicht mal versucht, nicht über den Randstein drüber zu fahren. Aber ansonsten wird das Ganze natürlich schon irgendwie relativ schnell eintönig. Weil man ja doch nur in Anführungsstrichen verschiedene Touren fahren kann und das mit verschiedenen Bussen. Und ja, dementsprechend. So, jetzt muss ich auch noch dementsprechend hier sogar aussteigen und das Hallentor aufmachen. So. So.
Ja, mal schnell E gedrückt, so à la LS. Ich will da jetzt einsteigen. Noch parke. So. Dann stellen wir den doch mal hier ab. Ach so, auf B war das ja. So. Einmal das, dann Licht noch. Licht aus. Nein, da wollte ich nicht hin. Da will ich eigentlich hin. So, alles aus. Geparkt ist er. Ach so, okay. Oh wow, da haben wir ja richtig zugeschlagen mit der Fahrt. 1996 Euro. Okay. Und schon wieder eine neue Errungenschaft. Wird immer teurer. Was ist denn da bitte eine Woche? Ist da eine Woche irgendwie eine Fahrt oder wie? Ist ja Wahnsinn, jetzt haben wir hier schon wieder. Schon wieder oder ist es immer noch diese Einnahmen? Keine Ahnung. Ich blick da noch nicht so ganz durch die Geschichte. So, Busse im Besitz. Also wir sind maximal ausgebaut aktuell. Irgendwie. Das heißt, jetzt muss ich mal schnell hier schauen. Okay. Nee, das nicht. Immer noch nur zwei Kaffee. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal einen Kaffee organisieren dann, dass hier mal die Zählung hochgeht. So, sorge dafür, dass mindestens 90%. So, aber das ist schon wieder. Und mindestens 13 Fahrer, aber. Was kann man denn hier? Was gibt's da echt legendär? Ist ja geil. Fahrer legendär. So, Bewerbungen. Aha, Lehrling, Lehrling. Erfahren, erfahren. Alles nicht so das. Vor allem gibt es da irgendwie nur so drei oder vier Typen von Fahrern. Okay, gut. Was gibt's da noch? Nix. Dann gucken wir doch mal, was wir hier als nächstes fahren. Kann man das auch irgendwie klein machen? Ja, kann man. Irgendwas Kurzes. Oder wir erstellen mal wieder eine neue Route. Das ist schon echt chaotisch eigentlich hier teilweise. Da oben ist noch gar nichts. Machen wir mal hier eine neue. Wo ist denn jetzt? Sieht man da irgendwo, wo unsere Busstationen sind? Nee. Aber ich würde gern hier Königsbrücke, Ringstraße. Dann mal hier die Theresien. Mozart, Theresien, Ringstraße Nord. Machen wir doch mal hier so einen Rundkurs. Ja. Nehmen wir mal den. Da gucken wir mal.
Hier, so. Und jetzt erstmal hier schön ein Käffchen trinken. Der haut sich die Tasse nämlich gleich mal hier auf einen Schwung rein. In die Birne. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Weiß keiner. Kann man da sprinten? So. Dann. Eine neue Runde im Busgewerbe. So, das noch, das und auf geht's in eine neue Runde. Ach, ich glaube, wir müssen jetzt wieder kilometerweit fahren, bis wir da mal zur ersten Bushaltestelle kommen. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal, wie weit man da. Könnte ich eigentlich mal schnell gucken, wenn wir hier eher an der Ampel stehen. So, Handbremse rein. Ah ja, genau. Ja, wobei, passt eigentlich. Ist gar nicht mal so verkehrt hier. So weit müssen wir gar nicht rum. Also den mal wieder reinschmeißen. Was ist das eigentlich hier? Rampe ausfahren. Haltestellenbremse. Absenken. Aha, okay. Alles das, was wir nicht brauchen. Bei Alt links, was war das? Halt. Aha. Gibt es eine extra Haltestellenbremse? Also blinken muss ich auch noch. Schon fast überfordert mit den ganzen Funktionen hier. Ja, und Kamera geht mal wieder zurück. Das ist sehr schön. Ich muss da echt mal in den Einstellungen nochmal schauen. Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich das alles mal einstellen hier. So. Gib ihm. Vorhin sind wir nämlich dann schon an der ersten Bushaltestelle. So schnell geht's dann. Das ist echt top. Ich glaube, die Tour ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn jetzt die Ampeln auch noch grün bleiben, dann ist sie noch besser. So. Erste Bushaltestelle in ein paar Sekunden. Wenn nicht schon wieder eine Ampel hier wäre. Map. So. Das ist Alt links. Hauen wir mal Alt links rein. Ach, die kann ich gar nicht. Das wäre jetzt cool, was auch die. Ah, muss eingefahren. Also. Auch die Rampe muss eingefahren sein. Ja, das wäre ganz gut. Sonst rasiere ich am Gehsteig mal die Beine von den Leuten ab. Aber ist ganz gut mit der. Ja, jetzt musst du hier rüber. Dich lasse ich jetzt nicht rein. Pff. Erst vorfahren und dann hier rechts rüber drücken. Vor allem ist da eine durchgezogene Linie. Hast du schon mal gelernt, oder? Ey. Junge, komm. Komm, komm. Ach nee, oder? Ernsthaft? Wenn ich jetzt so stehen bleib, kriege ich keinen Bonus für. Aber die Zeit läuft. Na tolle Wurst, ey. So, gut, dann. Ja, schlechte Halteposition, das weiß ich. Ach, siehst du? Rampe ausfahren. Ja, du wirst jetzt warten. Achso. Ach, das geht so. Okay. Alles klar. Selbst ist die Frau. So. Gut. Was eine normale Einzelfahrt. Natürlich. So. 80 und 280 und Gutes. So. Achso, die blöde Rampe habe ich schon eingefahren. Gut.
Dann gucken wir mal nur so prophylaktisch mal schnell in den Spiegel, ob auch wirklich keiner mir in die Quere kommt. So, aber ob mir einer in die Quere kommt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.